ein Foto vom Brandenburger Tor. Für die Touristinnen und Touristen hier ein Muss, auch wenn die Säulen noch immer rot und orange gesprenkelt sind. Aufmerksamkeit ist eine Sache, aber das Zerstören von so markanten Punkten, das muss ja nicht unbedingt sein. Ich finde es eigentlich okay, weil das ist ein Zeugnis der Zeit, der aktuellen Situation. Und dass es jetzt weggemacht werden soll, kann ich auch nachvollziehen. Ja, nicht so toll, wie gesagt. Also ich fände es auch nicht schöner, wenn das normal geblieben wäre, ne? Dass man die Denkmäler nicht so verschwendet. Im September hatten die Klimaaktivisten der letzten Generation die Säulen des Brandenburger Tors mit Farbe beschmiert. Seitdem versucht die Stadt, die Farbe wieder zu entfernen. Bisher nur mit mäßigem Erfolg, denn die Farbe ist aggressiv und der Sandstein porös. Jetzt habe man hoffentlich eine Lösung gefunden, heißt es von der Berliner Immobilienmanagement GmbH, die die Immobilien des Landes wie das Brandenburger Tor verwaltet. Wir werden eine Paste auftragen, die muss eintrocknen, dann wird sie abgewaschen und parallel dazu beginnen RestaurateurInnen an den Säulen und an dem Mauerwerk quasi mit Restaurationsarbeiten, wenn man noch was sehen sollte. Wir hoffen, dass wir es wirklich so beseitigen, dass man nichts mehr sieht am Ende. Die Reinigungskosten, aktuell geschätzt 115.000 Euro, die sollen die Verursacher des Schadens selbst übernehmen. Die Rechnungen, die jetzt vorliegen, werden wir unmittelbar, sobald wir die persönlichen Daten der Straftäter haben, auch zuleiten über einen beauftragten Rechtsanwalt. Und ab diesem Zeitpunkt werden wir dafür sorgen, dass nicht ein Euro bei den Berlinerinnen und Berlinern kleben bleibt. Wann genau die erneute Reinigungsaktion startet und welches Verfahren angewandt wird, dazu will man sich aus Sicherheitsgründen nicht äußern. Die AkteurInnen der letzten Generation haben ja angekündigt über Social Media, dass sie weitermachen und dass sie das Brandenburger Tor erneut attackieren wollen. Und da wollen wir natürlich keinerlei Informationen über Farbzusammensetzungen, über die genaue Art des Reinigungsverfahrens bekannt geben. Vor einer erneuten Farbattacke könne man sich letztendlich aber nicht schützen, heißt es von der Senatsverwaltung für Finanzen. Fakt ist aber, demnächst wird noch weniger Wahrzeichen zu sehen sein. Für die Reinigung wird das Brandenburger Tor nämlich eingerüstet.